Gott. Heiß. Liegt aber an der Farbe. Hallo, Joni. Warum siehst du denn so aus? Wie, warum siehst du so aus? Na, ich dachte mir so, fürs Casino macht man sich schick, ja, oder? Ja, das ist gut. Das betont nicht so deine Figur. Klamm Vorteil. Feldpower-Bonus, sage ich immer. Ne? Auf die Kleiderwahl kommt es an. Danke für das Kompliment. Ich danke dir. Wollen wir rein? Ja. Joni, was hast du so gemacht heute? Heute habe ich tatsächlich mich gerade nur vor 3 Minuten anschießen lassen. Also ich wurde nicht getroffen, alles gut. Ja. Und dann habe ich jemanden um seine Rouladen und Klöße erleichtert. Wow. Und dann habe ich Ärzten, die faul auf der Tanke, an der Tanke rumstanden, gesagt, sie sollen gefälligst ihrer Arbeit nachgehen. Ja. Ich habe der Caitlin das ins Ohr geflüstert, was sie gerne hören wollte. Ja, was und, denn? Und, ja, dass man sich vielleicht gleich trifft und so. Und dann hier und, oh, Leitstelle. Das ist denn mir auch ins Ohr, was ich hören will? Der Taxi. Ja, klar. Hallo? Ja, spreche ich mit dem Taxifahrer? So. Ja, ich bin der Taxifahrer. Wo ja, denn? Wunderbar, ein Taxifahrer. Ich brauche ein Taxi zum Flughafen. Vom Flughafen? Entschuldigen Sie, der Herr, aber ich verspiele gerade mein Geld. Ich kann gerade leider nicht. Du wäschst dein Geld? Verspielen, nicht waschen. Ja, dann viel Glück dabei. Dann rufe ich die Konkurrenz an, kein Problem. Die machen auch nichts besser. Das sind richtige Pfeifen. Wie gesagt, ja, mich... Ja, du ja auch, Mann. Du bist ja auch irgendwie... Ja, ich bin hypnotisiert. Rot, schwarz, rot, schwarz. Was soll ich denn machen? Scheiße, das Ding Mann, hat mich voll Straße. Du musst immer eine Straße machen. Ist besser. Ich werde gleich auf Straße setzen. Wenn ich verloren habe, finde ich dich. Ich habe deine Nummer. Mach. Joni. Machst du einfach einen Einsatz auf eine Straße und dann machst du doppelt einen Einsatz auf die andere Straße. Verstehst du? So verstanden. Mache ich. Ich danke dir. Alles klar. Ist ja, kein Problem. Profi bin ich. Sorry, Kunden. Soll ich dir auch ins Ohr flüstern, was du hören willst? Nein, warum hast du dann eigentlich einen Stift-Tattoo auf deinem Arm? Bereust du das mittlerweile? Das steht für Pinsel. Das ist ein Bleistift. Ja, aber es gab gerade, die konnten keinen Pinsel. Deswegen habe ich mich für einen Bleistift entschieden. Gezeichnet vom Leben. Okay, ja, sorry. Was war deine Frage? Soll ich dir auch mal ins Ohr flüstern? Ja, klar, sag mal. Was? Bitte nicht. Ich mute schon mal. Bitte nicht. Du gehst nur mir. Okay, lass uns reingehen. Ey, warte mal. Was denn? Unangenehm. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum zum Teufel du auf den Hallo. Trichter... Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich? Ja. Ich bin Melody. Achso, wie heißen Sie? Peter, ja. Ja, schön, ne? Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Peter und Melody. Tschüss. 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 Ich sehe den Stress bei dir. Nee, das muss ich nicht haben. Glaub mir, das ist nicht dein größtes Problem, jemanden kennenzulernen, ne? Ja, Melody, vorhin hast du 500.000 verspielt. Hoffentlich geht's heute richtig gut. Oh, was ist denn hier los? Ja. Nicht offen? Heute haben wir tatsächlich geschlossen, ja. Entschuldigung. Oh nein, bitte! Ich möchte nur ganz kurz mein Geld verspielen. Das dauert 3 Minuten. Ich setze alles auf eine Farbe. Ich habe es nicht einmal geschafft, ins Casino zu gehen. Machen wir 5 Minuten? Ja! Ja! Komm. Ja! 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 Was sind $200 auf dem Kopf? Ja! Gibt's dort drin einen Automaten? Ja, unten gibt's einen Automaten. Ja, gut. Dann bis, ja, wissen Sie was, wir haben einen beschissenen Tag heute. Laufen Sie einfach Ihrer Freundin hinterher, ne? Und viel Spaß. Auf gar keinen Fall. Nicht ja, Freundin. Die hängt eh unten an der Tür okay. fest. Sie ist noch nicht aufgesperrt. Laufen Sie Ihrer weiblichen Begleitung hinterher. Mach viel ich. Spaß. Bis dann. Mittel. Andere Tür. Oh, sorry, sorry. Herzlich willkommen im Diamonds Casino. Vielen Dank. Da, wo Träume geschaffen werden. Haben Sie alles verspielt und sind so arm, dass Sie mittlerweile auch Ihre Ärmel abschneiden mussten, um die als Wer Einsatz... Wer hat Ihnen das erzählt? Ich hab's gewusst. Die haben Ihre Ärmel als Einsatz genommen und die haben Sie jetzt auch verloren. Nein. Das war doch mal ein richtiger Hoodie damals. Also ich hab den einmal mit Ärmel und einmal ohne Ärmel. Okay. Sieht gut aus. Dankeschön. Wo ist denn hier der Automat? Achso, ja, ein Geldautomat, hier lang. Oh. Aber natürlich.
Bitteschön. Oh, ah. Sehr gut. Ah, sehr gut. Spielst du auch? Ich? Leider? Nee, er, nicht du. Hast du viel Geld? Ich hab, ja, viel Geld. Hast du viel Geld? Jetzt nicht mehr. Ach so. Oh nein, was ist passiert? Oh, ich kümmere mich um die... Ja, ja, nee, ich will zuhören, was passiert ist. Nichts ist passiert, also... Okay. Alles verspielt. Ja, ich habe heute größeres Glück, mein Bester. Ich werde nicht so viel Geld verspielen. Ich werde alles verspielen. Nein, ich werde alles gewinnen, meine ich. Wie viel hast du denn? 36.000, let's go! Ich krieg das hin, Junge. 230.000. Das tut weh. Ich habe gerade Kerion irgendwelche Clips gesehen, wo er hier, keine Ahnung, kauft sich jetzt Yacht oder so. Hat er sich angefangen, Yacht zu kaufen, weil er einmal kurz auf Rot gesetzt hat oder so. Dann kriege ich das ja wohl auch hin. Einmal auf Rot, auf meine Lieblingsfarbe, also dem von dem Jonny, und dann raus da. 32.000 auf Rot, einmal verdoppelt, nie wieder. Fertig. Johnny, weißt du, wie das alles geht? Nee. Also hier musst du entweder auf eine Farbe setzen, dann ist natürlich 50-50, oder auf eine Zahl, dann ist nicht so hoch. Aber wenn du halt auf eine Zahl, dann ist halt der Gewinn natürlich höher. Einsatz mache ich mal 14. 17, 20, da. Ich setze immer auf Rot. Wenn Sie richtig Geld verdienen wollen oder gewinnen wollen, dann müssen Sie auf die grünen Zahlen setzen. Die haben Multiplikatoren. Also auf die Null oder die Doppel-Null. 350 habe ich gesetzt, auf fast alles. Ich habe 50 gesetzt. Warte, der spinnt aber lange. Ja. 350 auf fast alles? Rot. Rot. Ich hab rot setzen sollen. Scheiße, hab ich das gewonnen? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ey! Okay. Was denn? Alles gut. Ich würde gerne auf rot setzen. Alles. Geht das? Bis 10.000, ja. Du setzt auf rot, dann setze ich auf schwarz. Oh nein, wie kann ich... Oh nein, ich will nur... Oh. Kann ich den Stein auch zurücknehmen? Nein, das geht leider nicht. Gesetzt ist gesetzt. Ich habe einmal rot. Oh, ich weiß noch nicht, wie das geht. Habe ich jetzt... Aber ist das richtig? Und dann auf 10.000? Nur 10.000? Das wird rot, ich spüre es. Nee, ich habe nur 10 und nicht 10.000 gesetzt. Oh nein! Das wären 10.000 gewesen, das tut weh. Wie kriege ich das denn? Ich setze jetzt 1.000 auf rot. Wo ist ein Lampe? Wie kann ich das erhöhen? Wie kann ich das? Es wäre rot geworden. Einsatz ändern mit Num Plus und Num Minus. Setzen Num Plus. Ich habe nur einen Num Minus. Wo ist denn Num Plus? Einsatz ändern. Wo ist denn Num Plus? Linkes Numpad. Jimmy. Ja, bitte. Stell dir mal vor, jemand setzt 10.000 auf Doppel-Null. Ja, das musst du aber nicht du sein. Ich setze nochmal eine Runde aus, aber danach mache ich richtig. Nicht. Stell dir mal vor, Doppel-Null kommt. Recht. Ja, und stell dir mal vor, was letztens passiert ist. Rot. Ach so! Oh, ich Idiot. Das ist aber diesmal nicht mein Geld. Ich hab auf Num geguckt. Ja. Hey, never mind. Sorry. Das macht's nicht besser. Rot. Nee! Oh, schade. Oh. Ich will nicht mehr. Nee, ja, Mist, ey. Ich will nicht mehr. Okay, nochmal würde ich jetzt auf Rot. So. So. Gehst du auf Rot? Ja, ja.
Und gehe ich auf schwarz. Schwarz. Gib gönn. Was? Hey! Ja! Nein! Ja! Okay, ich gehe jetzt woanders hin. Mach nochmal. Voll. Cool. Weißt du, Joni, man muss immer machen, will. Ich kenne Automaten. So. Ja, ich komm gleich. Melody, ich komm gleich. Ja! Wie viel haben Sie denn noch zur Verfügung? Noch 1,6 Millionen. 1,6 Millionen, ja, dann. Bring dem Mann bitte Champagner. Komm! Bitte? Bitte Champagner. Trinken Sie Alkohol? Ja, sehr gerne. Alles klar. Wenn er mit dem Champagner ist, habe ich schon alles verloren. Rot! Hey! Die Doppel-Null! Hätten Sie jetzt 10.000 auf die Doppel-Null gesetzt, dann hätten Sie 700.000 gewonnen. Rot. Danke. Jimmy. Ja, bitte? Es kam die Doppel-Null. Hat er auf Doppel-Null gesetzt? Ich glaube nicht. Habe ich nicht. Oh nein! Schade. Das erste Mal. Oh, ich war nicht dabei. Ich habe noch nie die Doppel-Null gesehen, muss ich gestehen. Hey! Nein. Ja! Ich glaube, das war gut. Bin mir nicht ganz sicher. Man kann höchstens nur 10 setzen, ja? Ja. Ja. Gut. Alpha, ich danke dir, by the way, für die 26. Ich weiß nicht, wie viel man da setzen kann. 20.000. Ne, und Jack, beim danke für 45 auch. Ach so, beim Roulette-Tisch, nee, das weiß ich nicht. Speckmantel, danke für die 44. Da war, glaube ich, noch nie jemand dran. Joni, du musst ja wissen, wann du aufhören sollst, ja? Weiß ich. Jetzt sei mal bitte ganz kurz ruhig hier. Also, okay, komm, gib mir rot, bitte. Bitte. Ich kann mir es nicht... Oh. Alles auf Rot. David, ich gehe mal wieder hoch, ja? Ja. Alles klar. Viel Erfolg dir noch. Vielen Dank. Fangen Sie alles auf Rot oder? Alles auf Rot. Okay. Auf Rot, wie Sie gesagt haben. Wie, haben Sie auch 10.000 gesetzt? Nee, so viel jetzt nicht, aber alles, was ich hatte. In der Hand. Sie haben alles, was Sie gesetzt haben, auf der Hand, also auf der Hand hatten, gesetzt. Ja. Ich bin Ihr Glücksbringer, glauben Sie mir, ich kann das. Ich habe dieses Gefühl immer. Ich kann Dinge voraussehen. Und das funktioniert. Das gibt's nicht! Sehr stark. David, hast du mal $500 für mich? David? David. Oh mein Gott, Entschuldigung, ich bin kurz weggetreten. Ich versuche seit einer Woche irgendwas zu gewinnen. Ja! David. Ja. Also kurz $500 für mich. Ich unterstütze kein Glücksspiel. So gut, ja, dann nicht, ne? Es ist zu deinem Besseren, glaub mir. Gut, dann ich hab noch ein ist bisschen. Ist es nicht? Was jetzt hau alles rauf, was du hast. Heb ein bisschen was ab. Wir haben einen ATM hier. Ja, jetzt! Scheiße, ich hab war zu spät. 30.000! Ja, nächste Runde bin ich dabei. Danke. 30.000. Alles auf Rot. Da hinten hat gerade jemand den Checkpot geknackt.
Gratulation, ne? 30.000. Es wird... Bunt. Rot. Oh Gott, ja. Soll ich jetzt auf rot oder auf schwarz setzen? Was jetzt sagst du? Alles auf rot. Ja, nochmal 30.000! Das ist gelogen, das auf keinen Fall. Wow. Ich auch so das Gefühl, also von hier sieht so aus, als ob sie wirklich gewonnen hat. Kann ich das zurücknehmen? Nein. Lohnen sich Automaten mehr? Nein. Eigentlich lohnt sich Automate gar nicht. So, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Aufhören. Und wie läuft's hier? Bei mir ist in einer Stunde der richtige Zeitpunkt zum Aufhören. Warte kurz bitte, ich muss ganz kurz ruhig. Gib mir einmal rot bitte. Ich einmal mach rot. Mit. Ich brauch nur einmal rot. Oh. Jawohl! Ja! Okay, gut. Alles auf rot oder schwarz? Was sagst du jetzt? Ich geh auf rot. Ich geh auch auf rot, nochmal. Dann geh ich auch auf rot. Nicht rot, doch, es ist rot! Cool! Gut, ich bin nochmal kurz, ne, für kleine Mädchen. Hoffen wir mal, dass jetzt rot rauskommt. Sonst muss ich an dem Blackjack-Tisch mein Glück versuchen. Ey! Also, ey! Das war echt knapp, ne? Das ist doch kurz drüber. Eins weiter und zwei rot geworden. Rot. Ioni, wir sollten... Okay. Ich hab schon eingeloggt, ich kann nicht mehr zurück. Es tut mir leid. Ioni. Also ich finde, das machen sie sehr gut. Ich danke Ihnen. Hast du denn dazu zu animieren? Das ist eine Leidenschaft, die du einfach nicht verstehst, okay? Hier muss man auch mal die schlechten Seiten in Kauf nehmen. Aber wenn man lang genug hasselt, dann kommt auch irgendwann mal der große Jackpot. Ioni, das ist so richtig. Das ist nicht so richtig. Im Leben geht's auf und es geht ab. Richtig. Und heute, Ioni, glaub aber mir, wenn geht's, es nur abgeht, dann ist das nicht ist hier gut. Gerade eine Talfahrt, aber ich kann dir sagen, dass mit der nächsten Zahl mein Leben sich um einiges verändern wird. Ne? Das wird der notwendige Ansporn sein, um wieder auf den rechten Weg ich zu kommen. Ich bin deine Eins. Keine Straftaten mehr, weil ich jetzt mit dieser Zahl endgültig... Oh mein Gott. Hast du es geschafft? Was? Hast du... Er hat schon viele gewonnen. Was? Nein. Was? Dreimal doppeln und das gibt's gar nicht. Aber ich habe immer auf Rot gesetzt. Ich bin pleite, ich kann nicht mehr. Bis dann. Tschüss. Bis dann. So, ich probiere nochmal mein Glück. Ich bin im Casino, ich zock ein bisschen. Peter? Peter? Warum? Geht's dir gut, Peter? Ja. Hier noch ein kleines Geschenk des Casinos, ein Diamond Shitter. Was, wie viel Wert hat das? $5,000 ist das wert. Sie können aber auch 10 sammeln und dann können sie gegen eine Gratis-Lotterie-Reihe in unserer Lotterie eintauschen. Und bis zu 100.000 gewinnen. Wie komme ich hier raus? Es ist schwarz gekommen. Ja gut, ich bin dann auch für heute fertig. Ich habe alles verzockt. Ist da? Wie komme ich hier? Joni, geht's dir gut? Ja. Was ist los? Ich bin nur zu dick, ich komme gerade nicht vom Tisch weg. Ach so, ja. Das ist der Geldbeutel. Einsicht ist der beste Weg zur Sicht. Versuchst du dich mal ganz kurz mal hinzusetzen, schaffst du das? Ich kann dir auch helfen. So, geht schon, danke. Melody? Ja. Hier noch ein kleines Geschenk des Casinos. Oh, danke schön. Und die können sie sammeln und bei 10 Stück eintauschen gegen eine Gratis-Reihe in der Lotterie. Wow. Gut, dann begleite ich sie nochmal raus. Oder wollen sie noch weiter spielen, was trinken, was essen? Ich kann leider nicht mehr weiterspielen, ich habe nichts mehr. Wollen sie Döner? Nee, das sind Almosen, die nehme ich nicht an. Ich weiß genau, was sie mir machen. Verkaufen. Lass uns raus, Joni. Was Scheiße. Ey! Hör auf damit! Das bringt dich nicht weiter! Dieses Spielen zerstört nur deine Zukunft! Du da am Blackjack-Tisch in dem Hawaii-Hemd! Tu es nicht! Der ist reich. Warum?
Gerade ich habe die Erfahrung gemacht, meine komplette Existenzgrundlage verspielt zu haben. Sei nicht wie ich, sei klüger. Ja, ja, deswegen bin ich ja auch Besitzer des Casinos, ne? Was? Du Arsch, hast du mein Geld? Ja, anscheinend. Die bitte zur Beruhigung, nimm das zur Beruhigung. Du bist der Besitzer vom Casino? Ja. Was hältst du von dem Richman? Wieso? Ach, weil er meine Tochter... Naja, der Richman hat meine Tochter heute... Oh! ...entführt. Oh, ja. Scheiße. Ja. Aber die Polizei macht schon ihren Job, ne? Ist deine Tochter Ruby? Ja. Du kennst sie? Also... Wie soll ich das sagen? Der wollte sie heiraten. Was? Ja gut, ne? Viele Leute wollen meine Tochter heiraten. Er wollte was würdest heiraten? Du machen, wenn du erfahren würdest, dass er auch eine Tochter hat? Ja, gar nichts, ne? Also die Polizei hat ihn ja erwischt. Jo, was geht, Laser? Hey, alles cool bei dir? Ja, ja. Das bei freut dir? Mich, auch gut. Sag mal, kannst du mir kurz mal die Nummer von Ruby stecken? Oh, ich muss nochmal 2000 Dollar abheben, ich will weiter hier. Hä, aber du hast doch, okay. Dann, sorry, weißt du, wo sie gerade ist? Ich muss hier noch den Jackpot. Nee, ich bin gerade beim Casino, aber seid ihr hier drin? Nein. Die Doppel-Null gekommen, die wird nicht noch ein viertes also, Mal kommen. Gesagt, ihr seid da drin? Glaub ich schon nicht. Ja, doch. Ja, aber die Tür ist so. Wir sind in den anderen. Die haben doch auch jetzt bei dem, das Pearls hat er wieder offen. Wie, das Pearls hat wieder offen? Das Pearls, da sind wir gerade, da gibt's so eine Aktion oder sowas. Halber Einsatz, doppelt so viel Gewinn, etc. Neueröffnung. Komm da vorbei. Sollen wir warten oder sollen wir mitkommen? Nö, nee, ja, ich komm da hin. Wie viel bekommt man bei der Doppel? Wie bitte? Wie viel kommt da hin? Ja, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Hast du die Nummer von Ruby? Warum? Nix. Ich muss noch was abklären wegen heute. Ich war nämlich beteiligt. Was denn? Wegen heute muss ich noch was abklären. Wusstest du das? Ja. Machen wir Nummerntausch? Okay. Gib mir die von AJ. Ich rufe bei Ruby an. Wenn die Nummer richtig ist, dann bekommst du die von AJ. Nö, ist die von AJ. Auf gar keinen Fall. Dann nicht. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Tschüss. Ach, die verschlossen, ja, stimmt. Vielen Dank. Sehr gerne. Ach Mann, ja, das war's dann wohl. Mit meinem Reissein. Ich mag dich auch, wenn du nicht reich bist. Oh, Screen Tearing. Oh nein. Cool. Dann mal los. Wie kriege ich das weg? Wisst ihr das? Ah, nur im Casino? Oh gut. Alba, vielen Dank nochmal für die 26. Jack, danke für die 45. Dankeschön, Leute. Speckmantel, danke auch für die 44 nochmal. Vielen, vielen Dank. Nichts anfassen. I will do nothing. Fahren wir daheim. Ja, das... Wie, du willst jetzt was machen, oder wie? Ja. Okay, cool. Steig ein. Oh, sorry. Jetzt nochmal. Ja, na klar. Ja, das... Müsst ihr mal ein bisschen beeilen. Hast du nicht deinem Vater gesagt, dass wir hier sind? Ja. Der wollte herkommen. Also nee, ich glaube, das interessiert ihn gar nicht. Doch, eigentlich, also der war schon hier. Oh, hi Daddy. Casino Pferderennbahn, aber jetzt fahren wir weg. Also der Casino-Besitzer ist voll nett. Ja, warum?
Tja, Daddy, wo sind wir? Ja, ich bin in Jonis Auto. Hä? Ja, dann hast du uns nicht erkannt, weil wir beide so gut aussahen. Was denn? Hat er dich jetzt gesnitcht? Was gesnitcht? Hä? Oh, ist ein ganz schönes Arschloch. Ja. Ich mach doch gar nichts. Ich hau ab. Ja. Weil du Kacke bist. Weil du richtig scheiße bist. Du entführst irgendwelche Frauen und willst sie heiraten. Was? Wie scheiße ist der denn? Daddy, das ist echt unangenehm. Ich werde überall von den Leuten drauf angesprochen. Du bist mir so peinlich. Du bist der peinlichste Daddy, den man haben kann. Alles gut? Sorry. Es ist mir doch egal, nur noch 15 Daddy. Du kannst doch nicht irgendwelche Frauen entführen und die heiraten wollen und die zwingen. Und Ruby mochte nicht mal Wasser. Du bist peinlich. Doch, Riechen, nichts mit Peinlichkeit? Ja, hör dir mal zu. Ja, das glaube ich dir. Oh, was ist das denn, Juni? Seine Yacht. Seine Yacht? Oh, bis dann, Daddy. Kannst du die knacken? Joni, du musst nicht immer imponieren. Alles gut, ich wollte nur zeigen, wie es ist, den perfekten Körper zu können. Ich weiß nicht, ob ich die knacken kann. Hast du Dietrich dabei? Nee. Ach Mann. Was hat denn dein Vater gesagt? Ich hab aufgelegt. Ja, aber davor so. Ja, er war so, warum wir weggefahren sind. Aber der hat eine Frau entführt aufs Wasser, auf die Yacht und wollte sie zwingen, ihn zu heiraten. Warum wollte er sie denn zwingen? Weiß ich nicht, ich glaube, der braucht Liebe. Hast du die Nummer von Ruby? Nee, hab ich nicht. Warte. Okay. Ja, ich weiß nicht, was mein Stream los ist. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ich glaube nämlich auch. Ich finde, Daddy braucht mal eine Abreibung. Kommt er von oben oder von unten? Mach das Licht aus. Wird uns hier überall sehen, warte. Guck mal, der sieht aus wie in Japan. Was? Das Haus. Schön, das freut mich. Ja. Okay, was ist der Plan? Ja, nichts, ich warte nur auf deinen Papa und dann lache ich ihn aus. Ach so. Und dann kannst du mal anrufen. Ich verstehe nicht, warum er sowas macht. Der will Leuten eine Hochzeit aufzwingen, das ist richtig krank. Stell mal vor, man zwingt jemanden eine Hochzeit auf. Ja, cool ist das nicht. Das verstehe ich schon. Würdest du sowas machen? Natürlich nicht. Ich meine, bei mir wären eigentlich ist das andersrum. Leute wollen immer heiraten. Ich so, Baby also, ich glaub, Heiratsmaterial bist du nicht. Wieso glaubst du das? Ich glaube, du bist sowas für eine Woche. Nur? Ja.
Wie, also glaubst du, dass man in einer Woche dann schon genug von mir hat, beziehungsweise nichts mit mir machen möchte? Ich glaub schon. Ich glaub, du gibst alles, was du hast in einer Woche und kannst es nicht dosieren. Und dann hat man keine Lust mehr auf dich. Ich kann mehr als nur eine Woche. Sicher? Ja. Ich glaube nicht, weil ich glaube, ich verbringe jetzt schon mit dir aktiv fast eine Woche und ich muss sagen, es ist so, weiß nicht, ob du noch mehr zum Bieten hast. Ich kann so viel. Was denn? Ja, boah, also es kommt natürlich immer, es ist jetzt schwer aus dem Nichts heraus irgendwas jetzt aufzugreifen. Ich kann vieles halt. Siehst du? Du kannst mir nichts nennen. Ja, also, man kann es hier drauf ankommen lassen. Ach. Denk drüber nach. Ich denk nicht drüber nach. Denk drüber nach. Ich denk jetzt nicht drüber nach. Denk aktiv drüber nach. Nee, ey, nee. Bitte, nee. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ey. Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, wir hatten ja jetzt auch eine Weile Zeit. Wir hatten schon ein bisschen Zeit. Miteinander. Ich habe lange nachgedacht. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich noch mehr Zeit bräuchte, um darüber nachzudenken. Noch mehr? Ja, deswegen lass uns das einfach erstmal vergessen. Joni, ich kann nicht vergessen. Doch, das kannst Joni. Du. Joni. Weißt du, in dieser Stadt muss man ziemlich schnell vergessen. Sonst macht alles hier keinen Sinn. Deswegen, aber wie soll man denn dich vergessen? Oh nein, was willst du? Oh, was machst du mit mir? Oh nee, die... Oh, Junge. Junge, du bist so unvergesslich. Oh, was ist denn... Was machst du denn? Ständig denke ich daran, dich anzurufen. Oh mein Gott. Ey, oh, ich krieg Gänsehaut. Echt? Ja, dann erzähl mal mehr. Komm. Ich bin da jetzt kein offenes Buch. Nein, naja, wenn du halt so dann über mich denkst... Dann machst du dich wieder über mich lustig. Ich mach mich nicht über dich lustig. Höchstens schiebe ich mir den Pistolen auf in den Mund und drück dann ab. Warum solltest du das tun? Weil, also wenn das passiert, dann weil es mir höchst unangenehm ist. Aber wir gucken mal. Warum sollte es dir denn unangenehm sein? Was schätzt du denn an mir? Würdest du denn sagen, Gefühle sind was Unangenehmes? Unangenehm ist ja auch ein Gefühl. Oh, findest du? Ich denke nicht, dass unangenehm ein Gefühl ist. Natürlich. Okay. Peinlich berührt, zum Beispiel. Ach so, ja, verstehe. Joni? Ja? Ich muss das wegmachen, ich muss... Alle in der Stadt denken, wir wären zusammen. Egal. Findest du das schlimm? Wie kommen die darauf? Ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Aber ich finde das irgendwie schön. Und ich habe das Gefühl, manchmal, ich fühle mich wie so ein Kaugummi. Der so an dir klebt. Joni, seitdem ich dachte, dass du mich gerettet hast von dem Berg, kann ich irgendwie nicht glauben, dass mich jemand anders gerettet haben soll. Ich glaube ganz fest daran, dass du es warst, der mich gerettet hat, und seitdem bin ich so verliebt in die Farbe Rot. Und ich finde, man sollte nicht verneinen, was so offensichtlich ist. Und das wäre? Na, wir gehören offensichtlich zusammen. Und nur weil ich das so offen ausspreche, musst du keine Bindungsangst haben und gleich davonrennen. Melody. Der Scheiß wird mir mindestens 2 bis 3 Mal am Tag erzählt. Warum solltest du unter diesen ganzen Anwärtern die Person sein,
die mich in allen meinen Bedürfnissen wirklich endgültig befriedigt. Die mir das gibt, was ich wirklich brauche. Warum ist es nicht Caitlin? Warum ist es nicht AJ? Warum ist es nicht Susanne? Weil keiner ist wie ich, weil keiner aufrichtig empfindet, weil alle nur aus Egoismus handeln. Also, so wie es mir aufgefallen ist, bist du die mit Abstand egoistischste Person hier in dieser Stadt. Zumindest gerade unter den aufgezählten Leuten. Du meinst Leuten. So wie du? Nun, das und daran ist ja nichts hey, falsch. Wow, warte mal, das ist gerade Whataboutism. Hey, doch. Wow, warte kurz. Wow, hey, sorry, ich meine, aber es geht gerade um dich. Sorry, aber ich meine positiven Whataboutism. Weil ich schätze dich dafür, dass du so egoistisch bist und an dich selber denkst. Und seit unserem ersten Treffen habe ich innerlich meinen Hut vor dir gezogen. Weißt du noch, als du mich konfrontiert hast auf dem kleinen Parkplatz? Dann dachte ich mir, wow. Du bist zu mir und hast mich angesprochen. Ja, aber du hast mich dann auf den Parkplatz geholt. Und das war der Moment dann, wo ich dachte, oh, der ist ja wie ich. Joni, kenne ich jetzt schon echt lang. Und Susanne, AJ, Caitlin, wo sind sie denn alle? Wo sind sie? Nicht hier. Die haben dich in keinem deiner Lebenswegen unterstützt. Ich bin die ganze Zeit da. Die ganze Zeit. Wenn du mich nicht siehst, bin ich trotzdem da. Wenn du weg bist, bin ich immer da. Jetzt guckst du durch dein Fernglas und ich bin an deiner Schulter. Vier. Vier. Was? Mahlzeiten am Tag. Ich brauche eine Schlafgelegenheit an mindestens 3 verschiedenen Orten. Ich will $5,000 Taschengeld pro Woche. Ich will 3 Autos. Und du sollst mir nicht auf den Sack gehen. Sorry. Schon okay. Ist das ein Deal? Also abgesehen vom letzten Punkt? Ich finde es das gut, dass du weißt, was du willst. Du bist ein eigenständiger Alpha-Mann. Ist okay. Gut. Aber der letzte Punkt geht nicht klar. Was war nochmal der letzte Punkt? Ja, denk drüber nach. Warten wir jetzt hier? Dann ist die Sache ja fest. Ich habe auch nicht so Bock. Ich kann nicht, das ist mir zu viel. Weißt du was, Joni? Lass uns mal eine richtig fette Villa suchen. Was war nochmal der letzte Punkt? Stimme einfach zu. Ich muss das wissen. Ach, dass du mir nicht am Arsch klebst. Auf den Sack gehen. Joni, wenn du deinen Egoismus gefüllt bekommst, bekomme ich auch meinen Egoismus gefüllt. Elodie, ich brauche meine persönlichen Freiheiten. Kannst du ja haben. 10% des Tages. Wenn ich schlafe? Ja. Was ist los, Joni? Hey, ich glaube, das wird nichts. Ich bin ja von Grund auf eine ehrliche Person. Das ist wichtig, das schulde ich in einem. Alles andere wäre falsch. Ich finde dich wirklich hässlich.
Und darüber hinaus, bist du total unangenehm. Manchmal bist du einfach, da wünschte ich, ich würde im Erdboden versinken und auf der anderen Seite der Erdkugel wieder rauskommen. Manchmal sagst du ganz komische Sachen und dann platzt mir fast das Trommelfell. Und deine Outfits sind mir auch nicht so unbedingt lieb. Damit kann ich gar nicht relaten. Joni, ich habe letztens davon geträumt, dass wir am Strand waren. Ja, ja. Und dann habe ich dich von hinten umarmt, habe deine Augen geschlossen und ich habe dich geküsst. Und dann hast du gesagt, Melody, ich gehöre zu dir. Und ich so, Joni, du hast recht. Und dann haben wir uns leidenschaftlich geküsst. Kein Sonnenuntergang. Das war richtig schön, Joni. Das wird bald wahr. Das wird wahr werden, Joni. Joni, ich vermisse dich so. Joni, komm zurück. Tut mir leid. Ja, du hast angerufen. Johnny? Kannst du mir einen kleinen Gefallen tun? Was denn? Leg auf! Halt mir deine Jetzt. Tochter vom Leib.